Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe vom 3.4. Dezember, eine Wochenendausgabe. Zweiter Advent ist und ich habe natürlich wieder viel Unterhaltsames in die 5-Minuten-Sendung hier reingepackt und werde begleitet heute von meiner kleinen Wettermaus. Andere haben eine Wetterfee, ich habe eine Wettermaus und die wollte heute auch mal wieder mit ins Bild. Also wir starten mit dem Wetterbericht und der wird heute tierisch. Denn bei unserem morgendlichen Spaziergang, wer hat uns begrüßt? Miro, dessen Namenspate übrigens der Maler Juan Miro ist. Und Miro ist ein guter Freund von mir und meinen Hunden. Und wir sehen das an der Wetterfahne im Garten. Es ist recht stürmisch heute Morgen. Die Temperatur in Frönnberg am Morgen war 7 Grad. Und Miro war ganz neugierig. Und man sieht es übrigens auch an seinen Ohren, dass es nicht gerade windstill ist. Er hat sich übrigens freiwillig zur Verfügung gestellt, das heißt nicht ganz freiwillig. Er weiß ja, dass er als Gage immer ein kleines Leckerli bekommt. Und weiter gewandert sind wir dann zum Kleingarten, zu den Hühnern des Herrn Röbeling. Der Herr Röbeling ist ein Mensch, der seine Hühner hegt und pflegt. Die sterben alle an Altersschwäche und die leben da mit den Katzen. Und man muss sagen, das Geheimnis besteht darin, er spricht mit diesen Hühnern auch. Und ich weiß nicht, was sie ihm antworten, aber sie sind dankbar und legen auch jeden Tag fleißig Eier. So viel zu den Hühnern des Herrn Röbeling. Die Sendung heute übrigens wird präsentiert wie jeden Tag von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle. Und hier nun wieder der intellektuelle Teil des Tages von Samstag, also heute Samstag. Da haben wir vorne drauf Thomas Gottschalk mit Wetten, dass, weil doch heute seine letzte Wetten, dass-Sendung ist. Und ich weiß nicht, ob die Sendung danach überhaupt weitergeführt wird. Ist ja immer eine große Diskussion. Soll das überhaupt weitergeführt werden? Also wenn man mich fragt, das Show-Konzept hat sich in all den Jahren sicherlich nicht totgelaufen. Aber jeder, der nach Thomas Gottschalk kommt, hat es ganz gewiss schwer. Also, was ihr dazu denkt, würde mich interessieren, speziell bei Facebook. Soll Wetten, dass denn weitergeführt werden oder nicht? So, im Frönnberger Teil haben wir dann noch stehen, Streit um Fahrkarten und Wartezeiten. Die Schüler kritisieren den Busverkehr, Ruhr-Sieg und Vandalen waren im Haus Schöppe. Trödelmarkt übrigens am Samstag und Sonntag in Dortmund am Unigelände. Und die Bild-Zeitung, die ließ sich das nicht nehmen und zeigte einen betrunkenen Till Schweiger, der in den vergangenen Tagen den Querdenkerpreis bekommen hat. Und wie das Ganze ausgesehen hat, das habe ich auch im Clip. Und als Preisträger will ich einfach sagen, glaubt an das, an was ihr glaubt. Was glaubt Till Schweiger? Till Schweiger glaubt an. Können Sie doch gerade stehen? Natürlich kann ich gerade stehen. Mir geht's super. Und selber? Ich war nicht betrunken. Bisschen angeschwitzt, aber nicht betrunken. Ich hatte ja was zu sagen. Also das ist echt Till Schweiger, der das ganze Lassen wegsteckt. Was soll's? Kann man ja eh nicht mehr ändern, aber er sollte sich in Zukunft vielleicht überlegen, wenn er dann diesen Cocktail von Weißwein, Rotwein und dazu noch ein paar Tabletten einnimmt, wie tragisch das enden kann. Ich sage jetzt keine Namen, aber es ist ja bekannt, dass das schon vielen Leuten nicht gut bekommen ist. Ne? Also Till Schweiger, aufgepasst. So, mit Till Schweiger und ohne Weißwein begeben wir uns jetzt in die Küche und da gibt es die Wochenendschnelle Küche, also die Samstags-Eintopf-Schnelle Küche. Schnelle Küche am Samstag. Man öffne eine Dose dicke Sauerländer Bockwurst und geht zur Gefriertruhe und hole den tiefgefrorenen Erbseneintopf raus, den ich immer in großen Mengen koche und dann einzeln portioniere. Die Wurst wird klein geschnitten und damit nicht zu viel Wurst in den Eintopf kommt, wird das vorher ganz gerecht verteilt unter allen im Hause, die Wurst mögen. Und wenn dann noch Reste übrig sind von der Wurst, die packt man dann in den Eintopf, macht das Ganze warm und man hat wenig Arbeit und eine schmackhafte Mahlzeit. Und im Grunde muss man ja sagen, ist es ja frisch, weil es war ja eingefroren und vorher war es ja frisch gekocht. Ist übrigens sehr lecker, kann ich nur empfehlen für kleine Haushalte.
in diesem Sinne wünsche ich euch guten Appetit, ein schönes zweites Adventswochenende. Vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, einen Weihnachtsmarkt aufzusuchen, wenn nicht gerade einer direkt vor Ort ist, so wie hier in Fronnenberg. Da haben wir ja im Moment keinen, also muss man vielleicht nach Dortmund fahren oder sonst wohin, vielleicht sogar bis Nürnberg. Da ist ja der schönste Weihnachtsmarkt. Da bin ich auch mal gewesen. Ich muss sagen, Aachen gefällt mir auch ganz gut und auch die Weihnachtsmärkte in Berlin, die haben mir gut gefallen. Also, ich wünsche euch das Beste, was euch heute noch passieren kann. Wir sehen uns wieder am Montag. Bleibt gesund und bis dahin in alter Frische. Wetten, dass wir Montag ein großes Thema in den Zeitungen haben.